Und wir kamen dann auf ein Thema, und da wurde ich heute hingeschubst irgendwie. Und da ging es um Nostradamus und seine Prophezeiungen. Ja, ihr Lieben, ich habe dann heute mal so ein bisschen recherchiert. Und hammerhart war in der vorgestrigen Nacht, als ich so im Bett lag und nicht einschlafen konnte, dachte ich plötzlich, tauchte Hitler auf. Und wir unterhielten uns gestern auch über den, ne? Also es war, ich sagte dann, nein, das kann jetzt nicht sein, ne? Ich habe gestern Nacht voll den geistig da gesehen und wahrgenommen, warum auch immer es kam. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das auch im Moment so erlebt. Plötzlich bekommt ihr so Eingebungen, seht Menschen, die hier gelebt haben, die ihr kennt aus diesem Leben, die aber schon rübergegangen sind und wundert euch, warum ist das denn jetzt hier so präsent, ja? Und da ging es auch vor allen Dingen darum, den Holocaust. Und dass die sich das aber auch ausgesucht haben, ja, das war alles eine karmische Sache. Ja, also die haben da sich wohl in Massen oben abgesprochen, um hier zu inkarnieren, um das zu durchleben. Müsst ihr euch mal vorstellen. Darüber, über solche Dinge haben wir gesprochen. Es hat mich sehr inspiriert, aber es war auch so vom Gefühl her, wo ich manche Dinge nicht zuordnen konnte. Erst im Nachhinein, weil ich heute auch noch immer wieder mal darüber nachdenke. Nun ja, und so kam ich dann jetzt heute dazu, da nochmal nachzuforschen. Mir ist aufgefallen, er trägt ja den Namen oder trug ja den Namen, den Vornamen Michel. Und da kam sofort Erzengel Michael. Dann Heinrich der Zweite, der starb bei einem Turnierzweikampf durch einen Splitter in einer Lanze, die sich in sein rechtes Auge bohrte. Dies geschah am 30. Juni durch Gabriel, überlegt euch mal, Gabriel de Lorges, der ein Hauptmann der schottischen Garde war. Am 25. Juli 1547 wurde er in der Kathedrale Notre-Dame de Reims zum König gesalbt. Also, hier geht es um Heinrich den Zweiten, ja, der als König am 25. Juli gesalbt wurde. Und ich möchte euch ein Zitat vorlesen, das ich sehr beeindruckend finde, das Nostradamus geschrieben hat, weil er war ja sehr hellsichtig und hat viele Dinge auch vorausgesehen. Und so sah er auch den Tod voraus vom Heinrich den Zweiten, den König. Und hier sagt er in einem Zitat: Der junge Löwe wird den Alten besiegen, auf dem Schlachtfeld in einem einzigen Duell. Im goldenen Käfig wird er ihm die Augen ausstechen. Zwei Flotten Armeen einig, dann wird er einen grausamen Tod sterben. Ja, und am 30. Juni 1559 bei der Feier des Friedens von Cateau-Cambrésis bestritt Heinrich II. Aus der Rue Saint-Antoine in Paris einen Turnierzweikampf mit stumpfen Waffen mit dem Grafen Montgomery, dem Hauptmann der schottischen Garde, dessen Lanze brach und ein Splitter drang durch das Visier des Helms über dem rechten Auge des Königs ein. Heinrich II. Starb 10 Tage später am 10. Juli an einer Hirnhautentzündung. Und dann schreiben sie hier weiter: Obwohl dieses Quatrain stets angeführt wird, wenn ein Beispiel für Nostradamus erfolgreiche Prophezeiungen zu geben ist, so ist dies durchaus nicht präzise. Dass Heinrich einen goldenen Helm trug, ist nicht belegt. Auch die Bezeichnung des Gegners als junger bzw. alter Löwe ist unklar. Man hat es auf die Turniereme gedeutet. Ja, und da wurde ich dann, soll ich sagen, hellhörig. Plötzlich fühlte ich irgendwas in mir, als ich das so gelesen habe und wollte tiefer graben. Plötzlich befand ich mich dann im 15. Jahrhundert und habe gegraben und gegraben, ihr Lieben. Und dann bekam ich immer wieder Botschaften, heute auch. Immer wieder, die letzte Zeit wurde dir der Löwe gezeigt, der Löwe. Schau einfach, der Löwe, es hat eine Bedeutung. Gut, das habe ich getan. Zuerst habe ich versucht herauszufinden, wann ja, Gabriel de Lorges geboren wurde.
Hab dann geguckt, nein, nicht im Sternzeichen des Löwen. Auch Heinrich der Zweite nicht. Selbst im Stammbaum konnte ich nichts großartig finden, stand immer wieder dasselbe drin. Ja, und früher gab es ja nicht da haben die ja nicht auf die Uhr geschaut und die Uhrzeiten drauf aufgeschrieben, nur dachte ich nicht daran. Ich suchte verzweifelt nach einer Uhrzeit, aber das gab es ja früher nicht, ne? So, ich denke mal, das wurde erst, Chris sagte mir, im 19. Jahrhundert dann so getan, dass auch die Uhrzeit eingetragen wurde. Nun ja, aber ich gebe nie auf. Ne? Ich bin jemand, wenn ich etwas spüre und wenn ich spüre, dass da was dahinter steckt, dann grabe ich und grabe ich so lange, bis ich was gefunden habe. Und nicht lange danach, was soll ich euch sagen, habe ich auch was gefunden. Und das war so genial. Ich habe es euch bereits vorgelesen. Am 25. Juli wurde Heinrich der Zweite als König gesalbt. In der Kathedrale Notre-Dame. Und ich habe sofort Nostradamus auch. Ne? Man kann nicht immer alles. Ich habe eine Klientin, der habe ich auch einen Namen genannt, und die hat mir dann ein oder zwei Tage bestätigt, das war so genial, dass sie ein Vorstellungsgespräch hat bei einer Dame, die einen ähnlichen Vornamen hat. Also, und da kam ich auch so dahinter und dann habe ich gedacht, hab das auch so in mir gefühlt, ne? Hab ganz tief in mir gegraben, gefühlt und hab dann gedacht, nein, das hat eine Bedeutung und bin also dran hängen geblieben. Ja, und der 25. Juli steht im Sternzeichen Löwen, denn der Löwe fängt am 23. Juli an. Und jetzt begreife ich auch, was Nostradamus damit meinte. Nostradamus meinte einfach damit, dass es hier wohl um den Löwen geht, denn der Löwe ist ja auch ein König. Ja? Der Löwe symbolisiert ja auch einen König. Und er sagte das ja auch. Und Hellsichtigkeit, ja, oder was wir deuten, können wir nicht in Worten präzise deuten. Ja? Das konnte er zu der Zeit auch nicht. Er wusste wahrscheinlich gar nicht, wie er das anders nennen sollte oder benennen sollte. Und da viele noch nicht darauf gekommen sind, bin ich jetzt aber darauf gestoßen. Und ich bin davon sowas von überzeugt, dass der 25. Juli, da er im Sternzeichen des Löwen steht, dass er da das einfach gesehen hat. Und er hat ja auch gesehen, dass Heinrich der Zweite. Ja. Moment, jetzt bin ich gerade etwas abgelenkt worden. Ich gehe jetzt gleich nochmal zurück, weil ich habe jetzt, glaube ich, gerade die Blätter vertauscht. Ja, dass Heinrich der Zweite einfach getötet wurde, ja, durch den Hauptmann, den Gabriel Grafen Montgomery. Und ich fand es einfach sehr interessant auch. Und dann habe ich mal geschaut, was hier der Löwe überhaupt symbolisiert. Und passt mal auf, was ich da gefunden habe. Das ist einfach sehr, sehr interessant. Ich habe aber jetzt nur ein paar Stichpunkte daraus. Ich werde euch auch den Link dazu einstellen, damit ihr dann nachher auch nochmal, falls der ein oder andere Interesse hat, mal schauen könnt. Der Löwe symbolisiert, in der Antike war der Löwe im gesamten Mittelmeerraum verbreitet. In der griechischen Mythologie erscheinen Löwen in verschiedener Funktion. Der nemeische Löwe wurde als eine menschenfressende Bestie dargestellt, die ihn zu töten eine der 12 Aufgaben des Herakles war. Hier haben wir auch wieder die Zahl 12 drin. Ja, ich vergaß jetzt beinahe zu erwähnen, der Herr, der gestern bei mir war, der mir irgendwie wie ein Engel vorkommt, ich weiß auch nicht warum, weil er hat mir so viele Offenbarungen da gemacht gestern und Botschaften gebracht, dass ich einfach nur ja, überwältigt bin. Und der Herr ist 66 Jahre alt und 66 ergibt ja auch 12. Das hat mich sofort angesprungen, als ich das hier gelesen habe. Ja, und den zu töten, eine der 12 Aufgaben des Herakles war. Dann gibt es gewisse Links zu dem Löwen, also Schlüsselwörter. Aggression, Heros-Prinzip, Libido, die Sonne und das Tier. Die ägyptische Löwengöttin Sachmet ist Kriegs- und Todesgöttin. Im Altertum ist die Löwin jedoch auch als Geburtshelferin bekannt. Interpretation: Als wilde Tiere sind Löwe oder Löwin Symbole der
fiebrigen Libido, in welcher der die elementaren Begierde und Begeisterung zu leben und wirksam zu werden, heiß wie das Feuer der Sonne lodert, wobei sie auch in triumphale Zerstörung, siehe Ägyptin, Sachmet, umschlagen kann. Als solares Prinzip ist dem Löwen die Geburt in ein vom Willen des Geistes geprägtes Dasein eingeschrieben, das Phasen der Zerstörung und Transformation der urtümlich triebhaften niederen Ebene durchläuft. Das Symbol des Löwen ist ambivalent und weit gespannt. Bereits in vorchristlicher Zeit universales Bild des königlichen Herrschers als Inkarnation oder Stellvertreter der Sonnengottheit, was sich zitathaft bis in die Heraldik des 19. Jahrhunderts durchgehend gehalten hat. Das im Orient sehr verbreitete Motiv des Löwen, der einen Rind oder anderen Hornträger schlägt, kann als Symbol der Überwindung des sesshaften, mondorientierten Stierzeitalters, ja, und wir durchleben ja auch das Stierzeitalter teilweise, durch eine mehr eroberhaft, kämpferisch-solare, kollektive Mentalität interpretiert werden. Doppellöwen als Attribut oder Symom oder was auch immer das Wort hier heißen soll, Sympathie, keine Ahnung, also ist hier abgekürzt, ne? Anordnung an Palastportalen, Aufgängen etc. unterstreichen die Macht über Leben und Tod, beziehungsweise irdisches und himmlisches Reich, also absoluter Herrschaft, Tod, Wandlung und Jenseits, beziehungsweise Auferstehungssymbolik bestimmten Wächterfiguren an Tempeln von der Vorantike bis zu den christlichen Kathedralen des gleichen Löwe am Brunnen, Wasserspeicher oder Wasserspeier, das sich aus sich selbst erneuten Lebens, auch des Geistlichen. In der christlichen Ikonografie ist der Löwe bald ein Bild des Teufels und seines verschlingenden Rachens. 1. Petrus 5, Vers 8. Bald des auferstehenden Christus, des Erlösers und Heilbringers, der diesen Dämonen seinen Schatten überwunden hat. Löwe aus dem Stamm Juda, Offenbarung 5,5. Der Löwe ist eines der vier Gesichter des Tetramorphs und Begleiter, Repräsentant des evangelischen Markus. Des Evangelisten Markus, Löwen, die den Thron der thronenden Madonna flankieren, werden als verborgene Christuskraft interpretiert, welche durch Maria Sapientia zur Welt kommt. Sie bilden ein Rückverbindungsglied zum immanenten Geist- und Wandlungsaspekt durch Magna, Mater, Inanna, Ishtar, Kybele, Aphrodite etc. zurückreicht. Der löwenhäuptige Kronos ist Aion, Herr des Überzeitlichen. In der Alchemie ist der Löwe ein Bild des Schwefels. Ebenfalls der Arkansubstanz. Ja? Also, jetzt mache ich mal hier kurz eine Pause. Denn hier habe ich ja schon einige Begriffe rausgelesen. Und da habe ich mir auch Notizen gemacht. Die Sonne. Dann haben wir die Madonna. Ja? Das habe ich euch ja bereits vorgelesen. Und Madonna. Ja, warum erscheint die mir plötzlich? Ja, es hat also alles hat hier eine Bedeutung. Ich mach mal weiter. Ich fahre fort. Die Wandlungsenergie des Mercurius erscheint als grüner oder roter Löwe. Der Grüne ist die niedere, dämonisch-drachenhafte Stufe und hier ist der Drache auch jetzt wieder beinhaltet. Aber auch Selbsterneuerungskraft, ja. Psychologisch entspricht dem grünen Löwen ebenso wie den streitenden Löwen die vorbewusste, ungezügelte Leidenschaft, die transformiert, die Transformation ist hier auch mit drin, werden muss, um solare Reife zu erlangen. Auch im Traum ist der Löwe häufig eine gefährlich verschlingende Triebenergie, die den Durchbruch zu neuer Integrationsstufe sucht. Der Löwe im Märchen und in der Fabel ist König der Tiere. Das archetypische Feld umfasst positiv Löwe, Lebenskraft, Libido, die Sonne. Da denken wir jetzt bitte nur mal an die Sonnenenergie, die wir hier gerade erleben dürfen. Ja, die Sonnenstürme und so weiter
unsere Herzen, die geöffnet werden. Hier ist das Herz auch mit drin. Das Licht, das durch unsere ätherischen Körper durchfließt oder durchströmt. Sonnengötter, die wir in Readings erwähnen, die sich zeigen mit Botschaften. König, ja, das kann Gott sein, das kann Jesus Christus sein. Gold, das goldene Licht, Sonnenlicht, was auch immer. Gold, ja, Gott. Glanz, das ist ja, die ganzen Lichtwesen glänzen für mich. Schatz, ja, und wir kommen zu einem großen Schatz. Göttlicher Funke, göttliches Kind und so weiter. Löwenmut zu beweisen, in die Höhle des Löwen zu gehen, zu kämpfen. Wie ein Löwe heißt das Optimum an Tapferkeit und Willenskraft aufzubieten. Kampf und Überwindung des Löwen, ob physisch, in Klammern steht hier zum Beispiel Herakles und Simson, oder geistig, Hieronymus, zeigt den Sieg der Lichtkraft über die unbewusste Natur. Der Löwe in der Astrologie ist das fünfte Zeichen im Jahreslauf und steht für die dynamische Hinausbewegung. Im Lateinischen emovere, hinausbewegen. Ja? Also move ist ja auch im Englischen Bewegung einfach. Verausgabung der in der Seelentiefe angesammelten Kräfte. Welch ein kraftvoller Satz, ne? Der zugehörige Planet ist Sonne. Das Element Feuer, die Qualität fix konzentriert. Allgemeine Grundprinzipien sind organisches Feuer, Kreativität, aktive Entladung, stahlkräftiger Ausdruck, Präsenz im Augenblick. Der Instinkt ist auf Daseinsbemächtigung und Autonomie gerichtet, auf Spiel und sinnliche Erfüllung, Sexualität und schöpferische Selbstentäußerung. Bei der Sexualität möchte ich anmerken, ich rede jetzt nicht von der Sexualität hier auf Erden, sondern von der Sexualität, die im kosmischen Bereich, weil darüber habe ich mit dem Mann auch gesprochen gestern. Das war sehr interessant, als wir auch über die Zwillingsflamme gesprochen haben und er mir auch mitteilte oder offenbarte, was er erleben durfte für eine Minute und dieses Gefühl. Also das hätte ihn beinahe zerrissen. Es war so gigantisch, hat er gesagt, das kann er mit Worten gar nicht ausdrücken. Dann haben wir hier spielerische Ich-Entfaltung. Ja? Da geht es ja um euer Ich. Ja? Ihr sollt ja euer Ich auf spielerische Art und Weise wieder kennenlernen. Seelisches Bedürfnis liegt in der Ich-Zentrierung, in selbstbestimmten Handeln, Ausdruck von Identität, Selbstdarstellung und Begeisterung. Die Handlungsart ist experimentierfreudig, risikobereit, unternehmungslustig und großzügig. Die Schattenseite ist hier Omnipotenzfantasien, narzisstische Selbstspiegelung, Egomanie, Geltungssucht, unbeherrschte Emotionalität und Rücksichtslosigkeit. Ja, warum habe ich euch das gerade vorgelesen? Also ich fand das im Internet und ich fand das sehr passend zu all dem, was ich hier gefunden habe. Und da war die Selbsterneuerung mit drin, die Transformation, Kräfte in der Seelentiefe. Das sind alles Dinge, die wir ja jetzt durchleben, ihr Lieben. Ja? Dann habe ich hier für mich nochmal so ein bisschen recherchiert, möchte ich euch auch noch kurz mitteilen. Da geht es um den Weltuntergang, der prophezeit wurde durch ihn. Da würde ich aber nicht den Weltuntergang, sondern einfach die Veränderung. Ja, Mutter Erde transformiert, das, was Tunvalu Melchizedek ja auch gesagt hat, was der Ablauf sein wird beim Aufstieg. Seelen werden aufsteigen, andere wiederum nicht. Das hat er wohl gesehen. Und ich denke mal, er konnte das gar nicht so ausdrücken. Wenn wir Dinge wahrnehmen oder sehen, ist es für uns auch sehr schwer, diese zu beschreiben, so dass sie dem Verstand auch entsprechen. Dem menschlichen Verstand meine ich jetzt. Ja, und da sehe ich einfach nur den Aufstieg, dass er das einfach prophezeit hat. Genau wie er ja sagt, dass 2012 die Welt untergehen soll. Ja, konnte ja schlecht deuten, dass sich da der Schleier der geistigen Welt immer mehr und mehr erhebt.
und für uns immer mehr sichtbar wird, dass wir immer mehr auch zu unseren Aufgaben zurückgeführt werden, ja, zu Atlantis, dass das alles wiederkommt. Dann habe ich letzte Woche, bin ich auch zu den Meerjungfrauen, zu den Wassermenschen geführt worden, wo ich dann auch diesen Doku-Bericht fand, den ich auch in der Gruppe gepostet habe, den ich sofort auch reingestellt habe. Den habe ich hochgeladen und habe das auch gerne für alle gemacht, weil viele sehr interessiert sind. Da sind so viele Fakten drin und so viele Wahrheiten. Und es wird Zeit, dass wir einfach unsere Augen öffnen und dass wir uns dieser Wahrheit auch stellen. Und ich weiß aus ganz, ganz, ja, in mir weiß ich einfach, dass dieser Mann gestern zu mir geführt wurde, um da zu recherchieren. Ja, es werden bestimmt noch einige Fakten hochkommen in mir, sollte noch mal etwas in mir hochbrodeln, das für uns alle sehr wichtig ist, ja, dann werde ich euch das natürlich mitteilen. Aber es war jetzt mir einfach ein Anliegen, euch das zu erzählen. Und achtet einfach mal auf eure, ja, auf was sich da im Außen zeigt, ja, oder was ihr träumt und nehmt die Botschaften wahr. Schaut mal, ich träume sehr viel wieder von Wasser, ja. Ich habe letztens noch zu Adelheid gesagt, mein Gott, weißt du, ich habe in der Vergangenheit viel von Bädern und Toiletten und so geträumt und habe immer gedacht, ach, die anderen träumen so schöne Sachen, warum muss ich das immer träumen, ne? Aber es ist ein Segen. Und an einige Reinigungsstätte will ich gar nicht mehr hin, weil das ist gar nicht meins. Ich habe gemerkt, dass ich ein Waschbecken von jemandem sauber gemacht habe, das gar nicht meins war. Und dann habe ich gesagt, nö, mach das mal schön selber. Ja. Und das sind Botschaften einfach, weil das zeigt mir einfach auf, wie weit ich auch gekommen bin. Ja, und wie es euch auch gesagt wird, lasst einfach immer noch mehr Ballast los und orientiert euch einfach mal an das, was Nostradamus auch gemacht hat. Ja, er ist seiner Hellsichtigkeit gefolgt und hat das wahrgenommen und hat es aber noch in die Öffentlichkeit rausgegeben. Ja, aber ist das nicht toll, was der Löwe symbolisiert? Sonne, Herz, Licht, Sonnengötter, König, Glanz, Gold. Schutz sogar, ne? Der Schutz war auch mit dabei. Madonna, Drachen, Selbsterneuerung. Die Erde erneuert sich ja. Wir werden erneuert. Unsere DNA wird rundum erneuert. Transformation geschieht und Kräfte in der Seelentiefe, die sich ausbreiten dürfen. Aus unserer Seele herauskommen diese Kräfte. Da sehe ich auch unsere Gaben, ja? Die wir ja dadurch auch bekommen. Hellsichtigkeit, hellfühlen, heilen, ja? Da ist so viel drinnen. Fühlt mal in euch hinein, ob diese Botschaft für euch so stimmig ist, so wie sie für mich stimmig ist. So, das war jetzt so wichtig für mich, das an euch weiterzugeben. Nun wünsche ich euch allen noch eine wunderschöne Zeit und ich